Hermann Müller ist Coach und Kommunikationstrainer. Heute sprechen wir mit ihm über Konflikte als Quelle der Innovation. Herr Müller, durch Ihre Tätigkeit als Coach und auch Kommunikationstrainer haben Sie natürlich viel mit Führungskräften zu tun. Und ein ganz wichtiges Thema dabei ist, was ich mir auch vorstellen kann, sind Konflikte im Berufsleben. Gibt es denn so etwas wie Konfliktklassiker, die Sie mit uns teilen können und wo Sie auch sagen, Mensch, das ist eigentlich so Standard, das begegnet mir immer wieder? Ja. Konfliktklassiker ist ein gutes Stichwort. Da gibt es ein ganz schönes Werkzeug von Schulz von Thun, die vier Seiten einer Nachricht, kennt fast jeder. Und da gibt es noch eine Kommunikation des Eisbergmodells, wo Sach- und Beziehungsebene dargestellt wird. Und der Punkt ist, wir Menschen nehmen immer alles persönlich. Und deswegen ist der häufigste Konflikt, ist, dass jemand sich missverstanden fühlt, also nicht beteiligt fühlt, dass jemand nicht so arbeitet, wie er sich das vorstellt. Und die meisten Dinge beruhen auf persönlichen Befindlichkeiten. Das gibt natürlich niemand zu, sondern wird immer etwas Fachliches vorne weggeschoben. Und scheinbar ist immer da irgendwas fachlich nicht in Ordnung. Und wenn man hinter die Kulissen guckt, dann stellen wir immer fest, dass die menschlichen Eigenheiten der Casus Knactus sind und die Menschen sich nicht verstanden fühlen und dann in der Konflikteskalation schnell nach oben springen, was weiß ich, Stufe 4 oder 5, wo sie dann Maßnahmen greifen, Parteien bilden und gegeneinander arbeiten. Und das ist schon richtig, richtig herausfordernd für Unternehmen. Ich habe gerade aktuell so einen Fall, der hat 7 Jahre hat er so gegärt, ne? Und jetzt ist er so stark geworden. Und es geht schlicht und einfach darum, wie die miteinander umgehen, wie die miteinander reden. Da lacht jemand, eine unpassende Situation. Und dann liegt es auch immer daran, wie funktionieren diese Menschen. Und es gibt viele, die eher introvertiert sind. Und diese introvertierten Mitarbeiter neigen halt dazu, Dinge nicht auf den Tisch zu legen. Und damit gibt es dann so ein Geschwür, ne, was so Schwelbrand kann man das auch nennen. Und wenn da die Führungskraft nicht rechtzeitig hinguckt und das nicht wirklich aktiv angeht, sondern das einfach so laufen lässt, dann führt das immer zu diesen Konflikten, die dann schwierig zu behandeln sind, auch viel Zeit brauchen, um es wieder aufzulösen. Und sich dann vielleicht zu einem riesengroßen Problem aufbauschen und eskalieren, ja, was es vielleicht im Ursprung gar nicht wirklich ist. Genau, es sind oft Kleinigkeiten, ne? Missverständnisse. Und wenn die Mitarbeiter nicht gelernt haben, damit das auszusprechen und gleich selber zu lösen, und da liegt letztendlich schon auch so ein Ansatzpunkt, von der Führungskraft, dass die Unternehmen solche Dinge thematisieren, wenn sie sowas spüren. Da muss natürlich die Sensibilität geschärft werden. Und dass die Mitarbeiter aber auch lernen, Dinge sofort anzusprechen und nicht auf die lange Bank zu schieben oder nicht wegzuschlucken und so weiter. Aber das hat was mit den Persönlichkeiten auch zu tun. Und da greift dann zum Beispiel ein Teamtraining ganz wichtig, dass man da rechtzeitig die auf ein höheres Niveau bringt von der Kommunikation, vom Miteinander. Und dann lassen sich solche Dinge im Vorfeld schon beheben oder entstehen das gar nicht. Und das ist das Entscheidende. Jetzt haben wir gerade schon festgestellt, wenn solche Konflikte nicht am Anfang behandelt werden, können sie sich größer eskalieren, es kann länger dauern. Was sind denn noch für weitere Folgen, wenn Konfliktherde eben nicht entschärft werden oder nicht erkannt werden? Naja, dass Energie vergeudet wird, dass die Mitarbeiter mehr damit beschäftigt sind, wie kann ich den anderen in die Grenzen weisen, wie kann ich den anderen sogar schaden, wenn ich also Konflikteskalation Stufe 5 schon bin, dann geht es tatsächlich darum, wie kann ich den anderen praktisch Schaden zufügen, und das geht immer zulasten des Unternehmens. Und von daher ist es so wichtig, dass die Führungskräfte hier in diesem Thema wirklich eine Sensibilität entwickeln und das ansprechen, ne? Und nicht versuchen selber das zu entscheiden, so als Entscheidungsmacht. Das ist auch ein großer Fehler, der oft gemacht wird von Führungskräften, dass sie zwar was wahrnehmen, aber dann per Anweisung oder per Entscheidung etwas regeln wollen. Und das geht in der Thematik überhaupt nicht. Sondern man muss die Beteiligten an den Tisch holen, und das ist dann schon aufwendig, wenn ich das halt zu spät mache, ne? Das heißt, ein ursprünglich beruflicher Konflikt kann auch, wenn er schwelt, in was Privates übergehen, dass man sich, wie Sie gerade gesagt haben, auch wirklich persönlich auf persönlicher Ebene angreift, weil ich so genervt bin von der Situation oder weil ein Wort das nächste ergibt oder man eben nicht kommuniziert.
Ja, es schaukelt sich so auf. Ne? Ja, ja. Und da ist natürlich dann immer die Gefahr, dass die Führungskraft auch Beteiligte ist, weil sie einfach zu spät reagiert oder gar nicht im Bilde ist an der Thematik. Okay. Ja. Konflikte entstehen häufig ja auch aus abweichenden Meinungen, das ist halt nun mal so. Und diese Konflikte oder dieser Meinungsaustausch muss ja auch nicht immer negativ enden. Ja. Und Sie vertreten sogar die These, dass Konflikte eine Quelle der Innovation sein können. Ja, ja. Wie ist auf das? Hört sich ein bisschen verrückt an. Ne? Mhm. So ähnlich wie der Spruch, den ich gerne sage, Enttäuschung ist was Positives, weil die Täuschung ist vorbei. Und jetzt stehen wir mit beiden Füßen im Leben und jetzt können wir was verändern. Deswegen so ein bisschen sinnbildlich, Führungskräfte, die haben die Herausforderung, mit solchen Dingen positiv umzugehen. Und so ist es auch mit Konflikten. Wenn so ein Konflikt da ist, dann haben wir ja, und es wird gern Konflikt genannt, eigentlich ist es nur eine Diskussion. Ne? Bei Diskussionen, die können wir eher annehmen. Aber es sind immer zwei Meinungen, die aufeinander prallen, Sichtweisen, die unterschiedlich sind, aber auch richtig sind. Und das ist das Besondere bei Konflikten, es gibt immer mehrere Wahrheiten. Da gibt es nicht richtig und falsch, wie beim Problem. Und das ist der Punkt, an dem ich gewinnen kann. Wenn ich jetzt hier eine Tasse hätte mit einem Henkel auf der Seite und ich frage Sie, wo ist der Henkel auf welcher Seite, dann würden Sie aus Ihrer Sicht sagen, links. Ne? Und ich sage, nee, rechts. Und wer von uns beiden hat recht? Wir haben beide recht und das ist das Besondere an Konflikten. Und die Lösung ist dann, wenn wir das zulassen, dann kriegen wir plötzlich viel mehr Perspektiven. Wir sehen nicht bloß den Henkel da auf der Seite, sondern wenn wir von oben gucken oder von der Seite. Und das ist die Innovation. Wir bekommen Sichtweisen, die wir selber nicht haben können. Und das kann man natürlich fragen, ist es wirklich Innovation? Aber sagen wir mal, auf der ersten Stufe Innovation. Ne? Weil wirklich Innovation ist ja etwas, na, wo musst du dann schon ein bisschen tiefer greifen. Aber das reicht ja schon. Ne? Einfach die Blickrichtung und das Engagement, was da drin steckt. Jemand, der sich stark macht und sich einsetzt für seine Position, ne? Das ist Energie, die ich hier gut nutzen kann, weil so viel Engagement bekomme ich so schnell nicht wieder. Im Sport, ich mache so Mentaltrainings auch, und dann müssen die Sportler immer lernen, also gerade die Teamsportler, dass sie das Spiel nur gewinnen können, wenn sie eine Portion Aggressivität auch dazu bringen. Weil die Freude alleine ist schon motivierend, aber die Aggressivität gewinnt das Spiel. Also wenn ich den Ball spiele, dann muss da volle Energie rein und die habe ich, wenn ich einen Konflikt habe. Okay, spannende Sichtweise. Eine der Hauptaufgaben von Führungskräften ist es ja auch, Konflikte in ihren Teams zu schlichten und natürlich in diesem Zuge auch Lösungsvorschläge anzubieten oder beziehungsweise zu vermitteln, dass Lösungen gefunden werden. Wie anspruchsvoll sind denn diese Aufgaben und welche Skills sollten Führungskräfte unbedingt mitbringen? Ja, und das ist natürlich schon ziemlich herausfordernd, weil die klassische Führungskraft hat ja den Eindruck, sie muss was entscheiden, weil da ist irgendwas, funktioniert nicht und die Führungskraft, so wie der Richter, entscheidet, so machen wir es jetzt und dann ist gut. Und das ist natürlich gefährlich, weil damit habe ich den Konflikt nicht gelöst, sondern ich habe einfach eine Machtentscheidung und die brauche ich eigentlich nur in der Konflikteskalationsstufe 9, ne? Wo die Menschen, also die Stufe 9 heißt, gemeinsam in den Tod. Und bevor das passiert, brauchen wir eine Machtentscheidung. Ne? Aber das brauchen wir weiter vorne in der Konflikteskalation brauchen wir das nicht, sondern da brauchen wir im Grunde die Fähigkeit der Führungskraft, es frühzeitig zu erkennen. Und wenn sie dann die Streitparteien zusammenbringt, um eine Lösung zu erarbeiten, dann hat sie die Herausforderung, allparteilich zu sein wie der Mediator. Und das ist natürlich schon sehr herausfordernd für eine Führungskraft, denn sie hat auch ihre Orientierung und ihre Vorschriften und ihre Dinge, die sie als Erfolg bezeichnet. Und ist dann sehr oft parteilich für den einen oder anderen. Und dieses allparteilich zu sein, also jeder hat Recht so quasi, das ist schon ziemlich herausfordernd. Aber das ist lernbar. In der Mediationsausbildung dauert es so ein Jahr, bis man das einigermaßen drauf hat. Also das wäre schon der Anspruch an eine Führungskraft, das zu lernen, um dann diese Allparteilichkeit zu schaffen, beziehungsweise ich muss auch erkennen, bin ich Teil des Konfliktes, weil wenn ich Teil des Konfliktes bin, dann kann ich das nicht. Also ich bin Mediator und kann meine eigenen Konflikte aber nicht medieren, weil bin ich zu sehr gefangen. Ne?
Absolut. Wie können Unternehmen ihre Führungskräfte dabei unterstützen, eben noch mehr Skills aufzubauen, analytisch vorzugehen, sich vielleicht auch aus bestimmten Konflikten logischerweise auch emotional rauszuhalten und vor allem auch dieses Wissen systematisch weiter aufzubauen? Ja, also eine wichtige Differenzierung, die Führungskräfte lernen sollten, aus meiner Sicht, ist die Differenzierung zwischen Problem und Konflikt. Und die im wirtschaftlichen Unternehmen wird meistens von Problemen geredet. Aber das Wort Konflikt nimmt man nicht so gern in den Mund. Und die Abgrenzung ist halt so schwierig. Ja? Was ist ein Problem und was ist ein Konflikt? Und der Unterschied ist, beim Problem, da habe ich einfach ein richtig und ein falsch. Und da weiß ich auch oft aus der Erfahrung, wenn wir das so machen, dann ist das Problem beseitigt. Das ist so das klassische Vorgehen. Daher kommt auch der Spruch, aus Fehlern lernen. Ne? Und bei Konflikten ist es anders. Da habe ich nicht einfach eine Lösung schon da, sondern da muss ich mich auseinandersetzen mit der Situation. Und dann muss ich einen Zukunftssprung machen. Wie soll die Zukunft aussehen, um dann im dritten Ansatz erst die Lösung zu erarbeiten? Und das ist der wesentliche Unterschied zwischen Problemlösung und Konfliktlösung. Dass ich beim Konfliktlösung kann ich aus der Erfahrung schöpfen und meine Profis und meine Taskforce zusammenrufen und die denken dann darüber nach, was sie schon alles wissen aus der Erfahrung und machen wir so. Ja. Und beim Konflikt muss ich anders arbeiten und das ist der Unterschied. Sehr spannend. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Weiterbildung und diese Ausrichtung, anders zu agieren, ja, wie wir gerade gesprochen haben, dieses New Work, nicht nur für die MitarbeiterInnen ein Vorteil ist, sondern auch wahrscheinlich für sich selber, ja. Weil man eben auch bestimmte Stresssituationen, bestimmte Probleme, Konflikte nicht nach Hause nimmt und grübelt und versucht, das irgendwie für sich selbst zu lösen, ja. oder jeden Morgen zur Arbeit geht, ins Unternehmen geht und sagt, oh mein Gott, jetzt ist dieser große Konfliktherd da, ja. Sondern dass man wahrscheinlich auch besser abschalten kann und in Frieden auch seinen Feierabend genießen kann. Ja, wir sind dann entspannter, weil wir sagen, das ist nicht mein Konflikt, ja. Sondern das ist unser Konflikt oder ich bin nicht für die Lösung verantwortlich, sondern die hier, die Streitparteien, erarbeiten praktisch die Lösung. Und das ist dann auch die entspannte Wahrnehmung von Führungskräften, dass sie nicht diesen Druck haben, immer alles zu reparieren, immer alles zu verändern und korrigieren und allein verantwortlich sind. Nein. Das ist das Wertvolle daran, wenn Sie das lernen. Und es ist lernbar. Es ist auch eine Persönlichkeitsveränderung natürlich. Wenn jemand so eine Mediationsausbildung macht oder überhaupt sich in den Prozess hineinbegibt, dann verändern wir uns auch, weil wir einfach Dinge besser erkennen. Wir werden entspannter, souveräner letztendlich. Wir bringen, ich nenne es gerne so, drei Intelligenzen zusammen. Wir haben die Fach- und Sachintelligenz, ordne ich den Kopf zu. Dann haben wir die emotionale Intelligenz, die ordne ich gerne den Bauch zu. Und dann haben wir Systemintelligenz, ordne ich den Füßen zu. Und diese drei Intelligenzen, wenn ich die gut kombinieren kann, dann bin ich eine souveräne Persönlichkeit. Und das zeichnet sich besonders in der Konfliktlösung aus. Macht absolut Sinn. Herr Müller, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Hat Spaß gerne. Gemacht.